Hey und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stimmi und heute gibt es mal ein etwas anderes Video als sonst immer auf meinem Kanal. Falls der Ton ein bisschen scheiße ist, ich filme hier mit der kleinen Kamera. Ja, warum ich hier das jetzt mache, das seht ihr jetzt hier unten. Ich habe hier ein Riesenpaket und zwar habe ich mir ja ein paar Sachen bestellt hier bei Stickerpoint. Wegen Tops. Ja, und jetzt wollte ich das mit euch auspacken und euch zeigen, was da so drin ist. Wir schneiden es mal auf jetzt und dann schauen wir rein. So, auf ist es. Jetzt schauen wir mal, was hier drin ist. Wie Sie sehen, sehen wir nichts. So. Der Tisch hier, der ist nochmals nur dafür da, dass ich hier die Karten hier sortiere. Ja. So, erstmal hier Papier. Erstmal auf dem Boden. Nochmal. 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 Und nochmal. So, oha, oha, oha. So, als erstes hätten wir hier eine schöne To-Go-Box. Das ist ein neues Produkt von Tops. Und da bin ich mal gespannt, was da so drin sein wird. Des Weiteren haben wir hier ein Display mit 2 € Boostern drin. Also hier sind jetzt 36 Päckchen drin. Da wird einiges kommen demnächst. Dann haben wir hier als nächstes ein Blister. Zwei. Und drei. So, dann hätten wir als nächstes die große Tin. Kostet hier 11,99 €. Die To-Go-Box, was kostet die eigentlich? Hier. 9,99 €. Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. So, dann haben wir hier die kleine Tin. Für 7,99 €, die weiße. Dann haben wir die zweite Tin. Die kleine, auch für 7,99 €, die ist so, ja, was ist das, so bläulich oder mint? Ja. Dann hätten wir die dritte kleine Tin. Die ist hier so pinkmäßig. Ja. So, dann hätten wir hier ein Multipack. Ein zweites. Und ein drittes. Zur Seite. Und dann haben wir noch als nächstes noch ein Starter-Pack. Das habe ich aber leider schon ausgepackt auf meinem Kanal. Das verlose ich an meinem Geburtstag. Mein Geburtstag ist am 23.11. Ist ein Montag. Ja. Also schaut auf meinem Kanal vorbei dann. Und als gutes letztes haben wir dann hier noch den Adventskalender. Jawohl. Ja. Und somit ist der Karton leer. Ja. Den schmeiße ich jetzt mal gerade auf Boden. Einen Augenblick. Kameraführung, stopp. So, ja. Wie zeige ich euch das jetzt? So. So, so. So. Und so. Ich drehe euch mal gerade. So, hier seht ihr es. Hier sind die Multipacks. Dann ist hier das Starterpack. Und unten drunter ist der Adventskalender. Hier seht ihr die drei
kleinen Displays. Hier ist das Displays. Die Tins. Hier haben wir die große Tin. Dann haben wir hier die drei Blister. Hier haben wir die To-Go-Box. Und hier haben wir dann das Display, das große. So, hier seht ihr noch die alten Karten von der Saison 1920. Hier sind doppelte. So, ich zeige euch mal ein bisschen so, wie ich hier eigentlich aufnehme oder so. Und zwar seht ihr hier schon hinter mir Monitor, drei Stück. So. Dann seht ihr hier meinen neuen PC. Dann hier, ja, ist ein bisschen dunkel jetzt, weil ich hier die Softboxen stehen habe. Dann haben wir hier ein Regal. Und dann seht ihr hier schon die Bravo Sport, seht ihr, alles klar. So, hier hätten wir die PlayStation 1. Hier hätten wir die PlayStation 2. Hier sind Karten, okay. Hier haben wir PlayStation 3. Und hier ist die PlayStation 4. So, hier sind schon sortierte neue Bundesliga-Karten. So, und da seht ihr meine Katze. Da, meine Katze. So, hier ganz Kabelwirrwarr. So, dann schauen wir noch gerade hier in den Schrank hinein. Nicht erschrecken. Ja. So, da öffnen wir das gute Teil mal. So, aufpassen auf die Softbox. So, ich denke mal, ihr seht es hier. Alles voll. Alles voller Karten und so. Ich kann es auch mal richtig zeigen. So. Das hier sind noch alles UVP. Hier haben wir sogar noch Tins. Tins, sogar eine ganz alte noch. Dann haben wir hier Lokalhelden. Das hier sind lauter alte Displays. Hier haben wir die ganzen Mappen. Hier auch nochmal Mappen. Hier sind die Spiel-Dinger da. Spielfeld. Und hier sind so die ganzen Doppelten drin und so. Hier unten auch. Hier ist eine Mappe. Ja. So, und dann haben wir hier noch welche drin. Da und da. Ja. Ja, sorry für die komische Kameraführung hier. Ja, ich bin nicht so der Profi da drin, deswegen. Disliked für mich dann nicht. Nee, Quatsch. Das war ein Spaß. Ja, hier hinten seht ihr noch meinen Kleiderschrank. Hier seht ihr noch den Greenscreen. Den kann man so hoch und runter fahren wie bei Dennis. Ja. Hier oben sind auch noch so Lichter dran, wenn ihr die seht. Ja. Ist ein bisschen länger geworden jetzt. Aber macht ihr nichts. Jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick hier von mir bekommen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal eine ganze Roomtour mache. Das hier war jetzt erst mein Gaming-Room und Aufnahmeraum. Was heißt Raum? Das ist ein ganz großer Raum. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.